Hallo zusammen. Ja, es ist noch November, aber im November haben wir ja diesen Black Friday. Und viele Firmen bieten natürlich auch so Black Weeks an. Und das sehen wir ja überall, ne? Egal, ob du jetzt irgendein Medium aufschlägst, also Fernseher, Radio, Instagram, YouTube, so die Medien, Mediamarkt etc., wie sie alle heißen. Alle werben jetzt Black Friday und Black Week und natürlich auch einige Kosmetikfirmen. Ihr wisst, nochmal, ihr wisst, ich habe zwei Beauty-Kooperationen. Das ist einmal Dalton und einmal Beauty Mates. Und das sind Dinge, die ich miteinander benutze. Beauty Mates seit einem Jahr, Dalton seit knapp 3 Jahren. Und dabei bleibe ich. Ich habe, wie gesagt, lange gebraucht, um mich überhaupt mit irgendwas anderem anzufreunden. Aber ich habe mich angefreundet. Und ich habe die erfreuliche Botschaft heute an euch zu verkünden, dass die Firma Beauty Mates, Made in Germany, ein junges Start-up aus Bayern, dass die jetzt diese Black Week haben und mir einen Rabattcode angeboten haben von Kirsti30. Das heißt, ihr kriegt 30% auf alle Produkte, egal ob das ein Booster ist, ob das ein Set ist, ob das mehrere Booster. Black Week, keine Ahnung, wie lange das geht. Ihr müsst einfach ausprobieren, diesen Code Kirsti30, solange er geht, geht er. Und ansonsten ist der Code Kirsti20, wie immer. Aber wie gesagt, ein besonderes Special Kirsti30 zu Black Week. Tja, also das musste ich jetzt auch mal loswerden. Das ist jetzt mal Werbung und die mache ich jetzt mal. Und da stehe ich auch dahinter. Und ich zeige euch jetzt auch genau, welche Produkte ich für mich kennen und lieben gelernt habe, und ich stelle euch Favoriten vor, die jetzt meine Favoriten sind, das ganze Jahr meine Favoriten sind, die im Dezember meine Favoriten sein werden und auch im nächsten Jahr. Favoriten für die Beauty, für die Hautpflege, für die Schönheitspflege, Ü50, natürlich auch, ne, ich bin über 50, bin ja schon fast bald, ach, okay. Produkte für einen natürlich schönen Teint. Ihr habt oft genug meine Haut schon gesehen. Ich habe mich oft genug hierhin schon hingesetzt, ohne Foundation. Ich habe jetzt übrigens auch keine Foundation drauf. Ich habe die Bräunungsbooster drauf. Und das blende ich jetzt mal ein, wie ich das heute Morgen gemacht habe. Die Anwendung der Bräunungsbooster ist ganz easy. Allerdings ist der nicht einzeln aufzutragen. Der muss immer gemischt werden. Ihr nehmt eine Tagescreme eurer Wahl. Ich habe jetzt hier die Hyaluronic. So, und gebe jetzt 1 bis 3 Tropfen. Ich nehme heute mal 3. Gemischt das. Und trage mir das vorsichtig. Vorsichtig deshalb. Also nicht in die Haaransätze schmieren. Nicht über die Augenbrauen gehen. Und auch nicht so nah an die Augen heran. Das muss jetzt nicht dunkel sein hier unten. Es, ne? Ist ja immer schöner, wenn es aufgehellt ist. Und dann könnt ihr natürlich auch gerne den Hals mit eincremen. Dieser Bräunungsbooster, dieses Schätzelein, kann ich nur sagen, ist für mich die perfekte Alternative zur Foundation. Hautähnliches Melanin sorgt dafür, dass wir eine schöne, sommerliche, frische, natürliche Bräune erzielen. Zwischen 1 bis 3 Tropfen könnt ihr in die Creme mischen, nicht einzeln aufgeben, dieses Produkt nicht einzeln geben. Das Produkt ist vegan, es ist tierversuchsfrei, es ist mineralölfrei, es ist parfümfrei, es ist parabenfrei, also frei von allem. Alles, was nicht in die Kosmetik hineingehört, ist bei Beauty Mates nicht drin. Deshalb sind diese Sachen alle geruchsneutral. Ihr habt nicht irgendwie das Gefühl, das stinkt da, was man ja oft bei Bräunungsboostern hat. Man kann das auch aufbauen, diese Booster, dass man jetzt wenn man eine stärkere Bräune haben möchte. Ich möchte im Winter jetzt nicht so eine starke Bräune bei mir. Ich habe jetzt 3 Tropfen genommen und ihr seht, das ist ganz nett, ne? Sieht ganz nett aus. Man hat jetzt nicht die Foundation. Wenn man jetzt einen schönen Ton haben möchte, trägt man ja meistens eine Foundation auf, hast du nichts in der Maske drin. Also, hier drin sind enthalten 120 Anwendungen, circa, wenn ihr 1 bis 3 Tropfen benutzt. So, der nächste Booster, den ich wirklich lieben gelernt habe, den ich zusammen benutze mit einer Augencreme, jetzt nicht von der Marke, Beauty Mates hat keine Augencreme, die haben nur 2 Cremes. Der hilft dabei, das Augenlid zu straffen, bis zu 91%. Ich mache das jetzt
schon eine ganze Weile. Ihr seht, man braucht da wirklich nur einen Tropfen. Wie ergebe ich das jetzt? Ich mache das schon ein paar Wochen. Ich habe das ja schon vor ein paar Wochen vorgestellt, ne? Also ein innovativer Wirkstoffkomplex hilft dabei, das Augenlid zu straffen, die Augenringe zu vermindern. Das kann man pur aufgeben, das Produkt. Man kann es mit einer Creme mischen. Und also ich mache das immer so, dass ich es mehrmals am Tag verwende. Also pur, ich gebe das pur auf. Ich gebe das pur auf morgens und abends und dann kommt meine normale Pflege drüber. Ihr könnt es pur aufgeben und Pflege drüber oder ihr mischt es miteinander. Also ganz wie, was ihr so für Vorlieben habt. Also diese beiden Booster sind meine absoluten. Ich habe noch einen anderen, der ist auch schon ziemlich runter. Das ist der hier, der Antifaltenbooster. Den gebe ich aufs ganze Gesicht, bevor ich dann die Nachtcreme aufgebe. Und ich muss sagen, ich bin wirklich. Und ihr wisst, ihr kriegt hier immer erste Sahne, kriegt ihr hier Bewertungen. An mir selber ausprobiert. Ich erzähle euch hier keinen Schmuh. Das wisst ihr. Ihr wisst das. Deswegen bin ich ja so froh, dass ich diese Produkte kennenlernen durfte. Und ich bin auch froh, dass ich euch praktisch, dass ihr diesen Vorteil genießen könnt, dass ihr sagt, hier, wir kriegen jetzt mal einen Rabattcode. Na klar, wollen die Firmen alle ihre Produkte verkaufen, das wissen wir. Das müssen wir gar nicht jetzt hier um den heißen Brei drum herum reden. Aber es ist doch schön, wenn so kleine Specials immer mal wieder so, ne, in den Videos für euch vorhanden sind und ihr in dieser Black Week bis zu 30% sparen könnt. Also ihr könnt sparen 30% entweder einzeln den Booster oder ihr nehmt das im Set. Die Creme habe ich jetzt auch mal ausprobiert. Das ist die Hyaluron Lift. Das habe ich jetzt immer abends zusammen benutzt. Deshalb ist das auch so runter. Es ist total geruchsneutral, wollte ich nur sagen. Die Produkte sind total geruchsneutral. So, jetzt habe ich lange genug geredet über Beauty Mist. Das heißt, ich blende noch mal diesen Set-Konfigurator ein über Mädels, die sich jetzt nicht ganz schlüssig sind. Was passt denn zu mir? Welcher Booster? Ne? Ich blende das jetzt noch mal ein. Auf der Seite von Beauty Mates findet ihr den Produktberater oder Set-Konfigurator. Ihr könnt euch eure Hautcreme, entweder die Hyaluroncreme Boost oder die Lifting Creme, anklicken. Zum Beispiel, ich mache das jetzt mal hier. Ja? Und dann hier haben wir den Bräunungsbooster, Augenlifting Boost, habe ich schon mal angeklickt. Ne? So. Und dann sind nochmal genau die Details erklärt, straff das Oberlid, dass ihr genau nachlesen könnt. Wake-up-Call. Ah, das ist echt. Ah, Mineralienmix stärkt die zarte Augenpartie und reduziert Augenringe. Also eine effektive Entgiftung passiert hier. Also ich benutze das jetzt seit einigen Wochen und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin sehr überrascht, wie abschwellend, glättend und straffend das doch wirklich, also funktioniert, dieses Produkt. So, und jetzt kommt man zur nächsten Firma für natürliche Schönheit, Ü50. Ihr wisst, was kommt. Dalton und nichts anderes. Früher gab es mal so eine Werbung, an meiner Haut lasse ich nur Wasser und ihr wisst. Und ich lasse an meiner Haut nur Dalton und ja, Wasser und Beauty Mates. Und ich bin glücklich darüber. Meine Haut, ihr schreibt mir übrigens auch, seitdem ihr Dalton-Produkte benutzt, ist eure Haut besser geworden. Kaum zu glauben, eure Haut ist besser geworden. Das schreibt ihr mir unaufgefordert. Also, ne, dann erzähle ich ja keinen Käse hier. Weil, also nicht nur ich habe das festgestellt, sondern ihr auch. Ich habe übrigens im Samstagsvideo ja erzählt, dass ich einen Rabattcode habe. Da habe ich auch noch einen Code. Es tut mir leid. Also in diesem Video gibt es nochmal zwei Codes vorgestellt. Das war Beauty Kirsti, ne? War das genau. 20% auf Dalton-Produkte, wenn ihr noch nicht eingedeckt seid. Viele haben sich ja schon eingedeckt mit der Single Week, aber ich erwähne es einfach nochmal. Die 20% bis 28.11. Ja, Dalton. Da habe als allererstes die Reinigung, diesen Reinigungsschaum, da habe ich mich letztens mit einer Bekannten drüber unterhalten, der reicht eigentlich fast ein Jahr. Wenn man ein, zwei Pumpstöße nimmt, das ist der Hit. Ein milder, nicht zusammenfallender Schaum, sorry, wo man kann ganz toll das Gesicht, Hals, Dekolleté, sogar das Augen-Make-up bekommt man damit weg. Kostet zwar um die 30 Euro, ist für alle Hauttypen geeignet mit diesem wunderbaren Zelomer-Meeresextrakt. Also ich habe noch niemals einen pflegenderen, tolleren, besseren Reinigungsschaum auf meinem Gesicht gehabt. Da kommt Caudalie und Visa, die kommen da alle nicht mit. Das ist ein Produkt allererster Sahne zum Abschminken.
zum Reinigen des Gesichtes, um die Pflegeprodukte besser aufnehmen zu können. Dann haben wir das Enzympeeling rauf und runter, seitwärts, rückwärts, schon 100-mal erklärt. Enzympeeling, das sind diese kleinen Tütchen, das ist so ein Pulver. Ein milderes, schonenderes Peeling gibt es nicht. Für mich habe ich noch nicht kennengelernt bisher. Ungefähr 2 bis 3 Anwendungen. Aufgeben, also feuchte, also anfeuchten, antrocknen lassen, so 5 bis 7 Minuten und dann wascht ihr das mit lauwarmem Wasser wieder ab. Und ihr habt ein porentief gereinigtes Gesicht, Haut. Ersetzt den Gang bei einer Kosmetikerin, wo wir eh nicht hingehen können, ist diese Oxygen Bubble Mask. Diese Bubble Mask, klärend, entschlackend. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, kann ich nochmal verlinken, wie das funktioniert, das Ding. Es ist eine Maske, die so viel mit unserem Gesicht, mit unserer Haut macht und danach natürlich eine wunderbare Pflege am Pullen. Ich kann im Prinzip alles hier vorstellen von Dalton, wenn ihr so wollt, weil alles, was ich nehme, ist top. Da gibt es kein Produkt, wo ich so, das war blöd. Es ist leider so. Nee, es ist schön so. Aber ich stelle mal so die Lieblingssachen, die Favoriten vor. Nächster Favorit an Masken, unabhängig von diesen ganzen Hydromasken und Schönheitsmasken, das sind aber so diese Burner, ne? Diese absoluten Bam, diese Burner sind diese beiden Masken. Die habe ich gerade vorgestellt, das ist diese Hydrolift, die auch mit dir was macht, ne? Wo du nachher noch das Gefühl hast, mein Gott, ich sehe wirklich 10 Jahre jünger aus. Voraussetzung ist natürlich immer ein Peeling, also die Haut muss vorher gereinigt sein, so richtig porentief gereinigt sein. Und dann sind diese Produkte auch, dann können die sich so richtig entfalten und ihr seht was, ihr habt diesen Aha-Effekt. Ne? So, was haben wir noch? Noch Fragen? Nein. Rosenwasser. Rauf und runter. Dann zu Dalton noch. Da habe ich diese Q10. Ist für mich die beste Augencreme ever. Die beste. Und die mische ich natürlich jetzt mit dem... Ich halte es nochmal in die Kamera. Welche haben wir denn mit diesem Augenlifting Booster? Verträgt sich wunderbar miteinander. In Kombination mit diesen Aktivperlen. Q10 für müde, fahle Haut, gerade um die Augen. Jetzt im Winter, ne, draußen kalt, drinnen warm, die Augen trocknen ganz schnell aus, besonders hier die Ecken da so, ne? Die Ecken, ihr wisst schon. Machen wir es ein bisschen spaßig. Und natürlich meine absolute Anti-Aging-Lieblingsserie Soul. Illuminating Oil, 2-Phasen-Produkt, nicht fettend, muss geschüttelt werden, gebt ihr vor, das ist nichts für abends. Nichts für abends, das ist für einen Tag, um die Haut so richtig zum Strahlen zu bringen. Ne? Das gebt ihr vor eurer Creme auf. Ihr könnt es auch noch leicht über die Creme dann so eintupfen. Aber am besten ist natürlich, ihr gebt es auf das gereinigte Gesicht, gereinigt, tonisierte Gesicht, dieses Illuminating Oil aus der Frangipani-Blüte. Also es ist, es heißt nicht umsonst Soul, es ist Wellness für die Sinne, auch diese Kombination, das ist die vitalisierende Creme und auch natürlich die harmonisierende Creme und Maske, Anti-Aging-Produkt, ein Trio der besonderen Art, der ein luxuriöses, für mich das luxuriöseste, was ich meiner Haut geben kann, ist für mich diese Soul-Linie. Und da gibt es auch dieses tolle Geschenkset, ne? Hatte ich ja vorgestellt. So, das war jetzt Dalton und was habe ich jetzt an, was nehme ich denn, ja gut, also genau, die habe ich jetzt nicht hier stehen. Die Q10 Nivea Body Lotion, wisst ihr auch, ist der Favorit auch schon seit Jahren. Es ändert sich bei mir nicht so viel. Aber es kommen ja immer wieder neue Ladies dazu, die wissen nicht, was machten die, was erzählten die, wie alt ist denn die, bla bla blub. So, dann habe ich hier die Nivea Q10 Body Lotion. Und vermischt mit der, also nicht vermischt, ich nehme auch natürlich gerne die Dalton, diese Cell Energy, diese wunderbar duftende, nach Vanille und Kokos mit diesen Aktivperlen, diese Energy Boost. Aber die ist, da bin ich so sparsam mit, dass ich nur den Oberkörper damit einreibe und für den Rest ab Bauchnabel kommt dann die Q10 Nivea Body Lotion zum Einsatz, weil die mir einfach zu schade ist. Ne? So. Womit ich sehr gerne dusche. Ich nehme also nicht mehr Rituals etc., weil ich öfter gefragt werde, warum nimmst du das nicht mehr? Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr auf diese Frosch-Duschgele, habe ich zugegriffen. Da gibt es verschiedene Granatapfel, das mag ich am allerliebsten hier, Aloe Vera, und dann gab es noch irgendwie Meeresbrise. Aber das Aloe Vera mag ich am allerliebsten, frei von Mikroplastik. Haben wir ja gesagt, dass wir froh sein können, dass keine Mikroplastik drin ist. Hat einen ganz entspannten
Wow, einen ganz entspannten, frischen, wunderbaren Duft, überhaupt nicht aufdringlich für Männlein und Weiblein und Kindlein gedacht. So, was haben wir denn noch? Ja, ein bisschen, was mache ich denn so immer ins Gesicht, ne? Also ins Gesicht, ich habe diese Palette mir gekauft Anfang des Jahres und benutze die eigentlich täglich und irgendwie, schaut mal, was, die ist immer noch voll. Das ist von Chanel, diese Palette, wie heißt die denn? Keine Ahnung, wie die heißen, mein Gott, Essential. Da ist ein Rouge, ein Highlighter und das ist so ein, gehe ich wirklich mit dem Finger jetzt mal rein. Das gebe ich mir sehr gerne aufs Augenlid als Eyelid Primer und das ist ein Rouge, das kann man sich auch auf die Lippchen geben und den Highlighter eben als Highlighter zu benutzen oder eben auch hier auf die Augenlider. Und wenn so ein Produkt so ein bisschen zäh ist, das macht sich immer sehr gut, wenn ihr mit einem, wie heißt es, mit so einem Stift für die Lippen, so ein Pflegestift darüber geht, ne? Mit so einem Lipbalm, genau. Lipbalm darüber und dann lässt sich das wunderbar verteilen. Ja, wir sind jetzt hier bei Chanel. Ja, dann haben wir den hier, den mag ich richtig gerne. Rouge Allure Ink 140 Amoureux. Das ist eine mega tolle Farbe, finde ich. Das ist also eine Farbe, die mit diesem Schwämmchen hier, schaut mal. Und das wird dann auch ein bisschen matt. Das wird ein bisschen matt, das ist dann matt, das trocknet ein bisschen an, ohne auszutrocknen. Und man hat auch nicht so Abdrücke in der Maske. Ach ja, ich sehe zum Beispiel hier, wenn ich hier solche Dingerchen habe, ne, so hektische Flecken hier, kann man das auch ganz wunderbar statt einem Concealer mit dem Ding hier abdecken. Und das hast du immer in der Handtasche mit einem schönen großen Spiegel dabei. Also die 40, 50 € oder was die kostet, diese Palette. Das ist auf jeden Fall eine gute Investition und das hält länger als ein Jahr. Ne? Also wird weiter Favorit bleiben. Dann die nächsten Favoriten. Das ist Benefit, der Augenbrauenstift. Pencil, brauche ich nicht vorstellen, kennt ihr auch. Das Schöne ist, dass eben hier diese schmale nicht Linie, Mine ist. Und hier, ne, hier zum Durchkämmen der Augenbrauen. Dann Artego, das ist jetzt dieser Stift hier, den habe ich auch übrigens auf den Augenlidern drauf. Das ist dieser Cream Eye Shadow Stick, also die fantastische Alternative zu Bobbi Brown und kostet nur 10, auch nicht 12 €. Sehr schön, gefällt mir sehr gut. Die Qualität von diesen Stiften werden weiterhin meine Favoriten. Ich werde nur noch ein paar mehr Farben dazu kaufen, also ein oder zwei. So, dann ein sehr schöner. Den habe ich auch drauf als, ne, hier so als Lidstrich. Das ist von Marc Jacobs ein Kajalstift. Den habe ich jetzt auch schon ein Jahr. Und den zieht man, kann man hier so aufdrehen und wieder zurückdrehen. Und dann ist die Mine beim Zurückdrehen, die ist immer so gemacht, dass die, also spitz ist ja nicht, ist ja rund, ne? Aber dass die gut gleich zum Einsatz kommen kann. Da muss man nicht selber rumspitzen. Sehr schön. Marc Jacobs hat sich die Investition auch gelohnt. So, und jetzt haltet euch fest. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich Chanel-Fan bin, auch mit dieser L-Volume. Aber im Rahmen meiner Wimpernverdichtung oder Verdichtung war das ja, sind ja nur noch doch ein paar ausgegangen und die L-Volume-Bürste ist doch relativ kompakt und relativ dick, ne? Also für meine Wimpern zumindest. Also wenn ich da anfange zu schminken, habe ich sofort die Farbe auf dem Oberlid drauf. Also direkt am Rand so. Das ist doch Mist. Also ich brauchte eine Mascara, die ein dünnes Bürstchen hat. Und ich bin total begeistert von diesen Essence Mascaras. Das ist die False, also die falsche Wimpern, falsche Wimpern-Effekt. Die kosten noch nicht mal 3 € und ich hätte nie gedacht, dass eine Mascara für 3 € also so viel rausholen kann aus Wimpern, die kaum da, also da sind. Ne? Das ist doch der Hit, das ist der Hammer. Ich finde die richtig, richtig gut. Die habe ich mal so mitgenommen und gedacht, naja, probierst das mal aus. Und dann, das ist also zum Beispiel auch so ein Drogerieprodukt, wo du sagst, wow, jeden Tag wird die benutzt, wenn sie alle ist.
kommt eine neue. Das ist doch ein ganz süßes Design, oder? Die gibt es auch noch in Blau und verschiedenen Farben. Das ist jetzt keine wasserfeste. So, meine Lieben, das war mein Jahresfavoriten-Beauty-Video für natürliche Schönheit. Hört sich immer so an. Ich will ja nicht hier sitzen und sagen, hier Schönheit. Also natürliche Pflege und dass man so ganz nett aussieht. So meinte ich das, ja. So, ihr Süßen, ich blende nochmal die Codes ein. Kirsti Black 30 für Beauty Mates und Beauty Kirsti ist Dalton 20%. Tja, dann können wir mal jetzt schön in den Dezember starten. Und wie gesagt, diese Favoriten bleiben meine Favoriten. Und ich bin Produkten sehr treu. Und ich wünsche euch das Allerallerbeste. Seid besonders gut zu euch. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie mir gerne stellen. Ihr wisst, dass ich aus dieser Beauty-Branche komme. Ich hatte selber früher eine Praxis und habe auch im Theater gearbeitet und habe viele Sachen in Bezug auf Beauty und Schönheit in meinem Leben schon gemacht. Und ihr bekommt hier ehrliche, fachgerechte Antworten von mir. Und für die Ladies, die neu sind, ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr mögt. Ich verbleibe mit den allerherzigsten Grüßen, bleibt mir alle gesund und bis ganz bald. Ciao.